Abdul Mali, bin Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslimgemeinde. Bin auch für Gummersbach zuständig, aber wohne in Köln. Bin Mitglied im Rat der Religionen, bin auch Seelsorger und seit 6 Monaten der Gründer des Friedensfahrradclub in Köln. Und wir werden heute auch hierher geradelt, aber der Herr Batista hat dann gesagt, so heute nicht. War auch eine gute Entscheidung, auch wegen dem Wetter und so weiter. Sonst. Weise. Ja, sonst hätten Sie vielleicht länger warten müssen. Aber gut, ja, ich werde Ihnen kurz die Gemeinde gleich vorstellen. Ein paar Worte über das Monat Ramadan sagen. So ein paar wichtige Punkte und dann halt auch über unsere Aktionen. Friedensfahrradclub kurz in ein paar Worte nahelegen. Und auch ganz speziell hier die Gummersbacher, die haben uns. Die Jungs haben bei einer ganz, ganz großen Mega-Sache uns unterstützt. Und das war, das haben sie ja bestimmt, sie haben es mitbekommen. Als Ende Dezember letzten Jahres der Kölner Dom so in Gefahr war, und da haben wir alle uns, junge Muslime, solidarisch vor dem Kölner Dom hingestellt. Und da waren die Gummersbacher auch dabei. Und wir haben das einige Wochen lang gemacht. Auch bei Minustemperaturen standen wir da. Und einfach aus Liebe zum Land, Liebe zum Menschen und auch zum Gotteshaus, dass das Pflicht eines Moslems ist, wenn ein Gotteshaus in Gefahr ist, egal ob es eine Kirche ist, Synagoge, Tempel, Kloster, müssen die Muslime dieses Gotteshaus beschützen. Und das haben wir gemacht. Das war für uns selbstverständlich. Und wenn man zu diesem Land gehört, dann muss man auch einige Dinge machen, die auch dazu gehören. Und das war unter anderem. Ja, das erstmal dazu. Und ich kann Ihnen ja dann die Präsentation kurz zeigen. Ich meine, Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Kann ich das selber hier bestätigen? Ja, genau. Okay, gut. Also, Sie haben ja, ich fange mal so an, kurz über die Gemeinde. Also, das ist die Ahmadiyya Muslimgemeinde. Sie haben ja die Gemeinde auch im Rade Frauenwald kennengelernt und haben einige paar Infos dann auch bestimmt mitbekommen. Es ist eine muslimische Gemeinde, eine Reformgemeinde. Also, wir sind auch Sunniten. Manchmal kann man das nicht so, klar, wenn mehrere Gruppen sind oder Gemeinden, dann ist es manchmal schwer so einzuordnen. Also wir sind Sunniten und die Ahmadiyya-Gemeinde ist eine, wie gesagt, eine muslimische Gemeinde, die im Jahre 1889 gegründet worden ist. Es ist ja so, dass im Islam, im Judentum, im Christentum, in anderen Religionen auf einen Reformer, auf einen Menschen gewartet wird, der sozusagen die Menschen recht leiten soll. Kann ich nicht